Hallo du, herzlich willkommen zu dieser Wochenbotschaft vom 21. bis zum 27. März. Ja, meine Lieben, wir wollen mal schauen. Und diese Woche haben wir den Frühlingsanfang. Der 21.3., das astrologische Neujahr beginnt. Wir schauen mal, worum es hier in dieser Woche geht zum Frühlingsanfang. Der 21.3. bis zum 27.3. Was passiert in dieser Woche? Was geschieht? Veränderungen. Wow. Okay, es gibt Veränderungen. Sehr schön für diejenigen, die sich über Veränderungen freuen. So, wir haben hier Uranus-Energie. Also etwas könnte recht plötzlich kommen, etwas könnte überraschend kommen. Ich muss jetzt daran denken, das Orakel, was ich gemacht habe. Falls du es noch nicht gesehen hast, schau es dir gerne an. Ich werde es am Ende verlinken. Welche Überraschung kommt diesen Frühling auf dich zu? Wir haben jetzt auch Frühlingsanfang, das passt irgendwie. Uranus ist eben auch der Überraschungsplanet und es geht um irgendwas Veränderndes, Überraschendes, etwas, womit du nicht rechnest. Das kann also sein, dass in dieser Woche eine unvorhergesehene Entwicklung stattfindet. Schauen wir mal weiter, worum es hier geht. So, nimm dir Zeit zum Ausatmen. Nimm dir Zeit zum Ausatmen. Es könnte sein, mir kommen jetzt mehrere Sachen tatsächlich in den Kopf. Es könnte sein, dass du von der Einstellung her oder vom Gedanken her richtig viel auf der Agenda hast. Also irgendwie so, ja, ich muss nächste Woche das erledigen und dich stresst das schon extrem, ja. Und dann plötzlich merkst du, zack, irgendwie der eine Termin findet nicht statt, oh gut, ne, und du freust dich irgendwie so darüber, ja. Und das eine musst du auch nicht machen und du hast viel mehr Space, du hast mehr Luft. Auf einmal hast du dann zum Beispiel Zeit für dich. Ganz unvorhergesehen. Es könnte zum Beispiel sein, du musst auch vielleicht zu irgendeinem Termin, du fährst dahin, findet nicht statt und dann gehst du draußen einfach spazieren und das ist eine plötzliche Veränderung und da ergibt sich irgendwie was. Du triffst irgendeine Person, die du vielleicht schon länger nicht gesehen hast oder was auch immer. Also das sind einfach so Sachen, die mir in den Kopf kommen oder so Ideen, die ich da habe, die hier eine Rolle spielen könnten. Ne? Dass es irgendwie darum geht, auf einmal hast du Zeit, auf einmal hast du den Raum, dich zu entspannen. Es kann ja auch bedeuten, genau andersherum, dass es eher so ist, dass irgendwelche Veränderungen dich vielleicht in einer Form stressen oder du das Gefühl hast, du kommst nicht hinterher, was soll ich jetzt machen? Irgendwie ist mir das jetzt gerade zu viel und das kommt mir zu plötzlich und so unerwartet. Nimm dir erstmal Zeit zum Ausatmen. Komm doch erstmal an, beruhige dich. Ja, nimm dir bewusst diese Zeit. Wir schauen mal weiter. Das war deutlich. Wow, es geht hier um Hoffnungen. Es geht um die Liebe, es geht um Hoffnungen und es geht um Beziehungen. Schaut mal hier, die Madame sitzt hier auf der Brücke. Brücke bedeutet Beziehung schaffen, Brücken bauen, etwas Verbindendes mit jemandem. Wir haben hier den Froschkönig. Könnte sein, dass sich ein Frosch in einen Prinzen verwandelt. Wobei Prinzen, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich will keinen Prinzen, ich will einen König. Als Königin will man einen König, man möchte keinen Prinzen. Ich denke, dass es hier ganz, ganz vielen so geht. Man will einen König, man will eine gestandene Person, ja? Oder wenn du als Mann zuschaust, du willst vielleicht, du willst keine Prinzessin, ja? Du willst eine Königin. So, das ist das, was ich hier so reinbekomme. Es könnte darum gehen, dass deine Hoffnungen anders sind als erwartet. Sprich, dass sich etwas irgendwie anders herausstellt als erwartet. Es kann tatsächlich um hier, ja, ich kriege hier die Liebe rein. Es geht irgendwie um die Liebe. Es könnte zum Beispiel sein, schau mal hier, Veränderungen. Die Karte spricht von Hoffnungen, aber Hoffnungen in Beziehung zur Liebe, zu Partnerschaften und so weiter. Es könnte also sein, dass du eine gewisse Hoffnung hast und es kommt anders als erwartet im Beziehungsbereich, im Liebesbereich. Es kann sein, dass sich auch unerwartet etwas in der Liebe ergibt. Dass du unerwartet jemanden kennenlernst, ja,
Etwas verändert sich in Beziehung zu deinen Hoffnungen. Und dadurch, dass es eine allgemeine Legung ist, kann es für den einen oder anderen auch sein, dass es überhaupt nichts mit der Liebe zu tun hat, sondern dass du einfach eine gewisse Hoffnung hast, die in dieser Woche eine Rolle spielt, wo sich etwas verändert. Wir werden das Rätsel lüften. Wir schauen ja auch immer tiefer rein. Das kennt ihr ja schon von meinen Legungen. So, mal schauen, wo das Ganze hinführt. Welche Göttin begleitet dich denn in dieser Woche? Das Mitschöpfertum, die Spinnenfrau. Mitschöpfertum. Dein Zutun ist gefragt. Von nichts kommt nichts. Das ist das, was ich hier reinbekomme. Also die Veränderung, die du hier haben möchtest. Es kann auch sein, dass es für dich darum geht, irgendwas im Beziehungsbereich zu verändern. Da vielleicht auch mal loszulassen mit nimm dir Zeit zum Ausatmen. Mitschöpfertum, du erschaffst deine Realität, du erschaffst, du manifestierst. Das Spinnenfrau ist absolute Manifestation. Das ist für mich der Magier. Ja, das ist das, was ich hier drin sehe. Ich habe tatsächlich das Gefühl, ich werde jetzt einfach mal ins Tarot einsteigen direkt. Und da wird sich schon einiges zeigen, bemerkbar machen. Und dann werden wir mal schauen, was das hier für eine Energie ist, wohin uns diese Energie hier überhaupt führt. Was hat es hier mit den Veränderungen auf sich? Warum Zeit zum Ausatmen? Welche Hoffnungen? Hängt es hier mit der Liebe, mit Beziehungen zusammen? Warum mit Schöpfertum? Was passiert in dieser Woche? Was passiert vom 21. bis zum 27. März? Vom 21. bis zum 27. März. Was passiert? Okay. Keine Ahnung. Für den einen oder anderen wird es wichtig sein. Ich habe gerade ein Bild von einem Büro bekommen. Und das lasse ich jetzt auch so stehen. Vielleicht ist das für jemanden wichtig. Ich gebe es weiter. Scheint hier irgendwie für jemanden eine wichtige Nachricht zu sein. Wir gucken jetzt mal weiter, was hier noch durchkommt. Die Königin der Schwerter. Sehr schön. Hier geht es also um Unabhängigkeit. Es kann hier auch um eine bestimmte Person in deinem Umfeld gehen. Ich nehme das hier eher als deine Energie wahr. Mit der Königin der Schwerter. Es ist interessant. Also ich habe jetzt Eindrücke. Und ihr wisst das, also wenn ich Karten deute, ich gehe nicht strikt nach der Bedeutung aus irgendeinem Buch, was ich irgendwo vielleicht dann mal auswendig gelernt habe oder gelesen habe über eine Bedeutung von einer Tarotkarte. So gehe ich einfach nicht vor. Ich lasse mich leiten. Und ja, ich lasse mich auch von den Bildern leiten. Und manchmal kommen auch Sachen rein, die nicht unbedingt nach der klassischen Bedeutung zu der Karte gehören. Aber genau das ist der Schlüssel und das ist irgendwo auch die Kunst. Königin der Schwerter, normalerweise geht es da um Unabhängigkeit, es geht um Kommunikation, es geht auch irgendwo um Distanz, es geht um Köpfchen. Was ich aber hier sehe, du suchst, du schaust hier in eine bestimmte Richtung und du schaust nach rechts, das ist die Zukunft hier. Du bist daran orientiert, wie es weitergeht, wie es in der Zukunft weitergeht. Du hältst Ausschau, die Vögel sind Nachrichten. Das heißt, es könnte sein, dass Nachrichten reinkommen, die irgendwie eine Rolle spielen. Es können mehrere Nachrichten reinkommen, aber nur eine Nachricht ist von Bedeutung. Und das betrifft hier irgendwo auch eine Sehnsucht. Wir haben hier einen Ballon, ja, irgendwo. Du schwebst hier hoch in die Lüfte. In die Lüfte, du denkst über etwas nach und du gehst hier in die Zukunft hinein. Du schaust in die Zukunft. Du hältst Ausschau nach etwas Bestimmtem und eine Nachricht scheint ein Schlüssel zu sein, scheint irgendwie wichtig zu sein. Obwohl die Königin der Schwerter nicht von Sehnsucht spricht, sehe ich hier auch eine Sehnsucht drin.
Einerseits unabhängig zu sein, andererseits irgendwie was Verbindendes. Das ist das, was ich hier reinbekomme. Der Turm, krass. Und das ist genau das, was hier was Uranus sagt. Das ist diese Veränderung, das ist der Blitzeinschlag, das ist das Plötzliche, was kommt. Das betrifft dich. Diese plötzlichen Veränderungen, dieses Plötzliche, was da kommt, betrifft dich. Du schaust hier auf den Turm. Eine plötzliche Nachricht, eine plötzliche Veränderung, eine Nachricht, die eine plötzliche Veränderung mit sich bringt. Ich habe das Gefühl, das Ganze wirbelt erstmal viel auf, ja, durch diese Veränderung, die da kommt. Und du brauchst erstmal eine kleine Pause, damit du hier wieder klar siehst. Das kann ja auch was Positives sein, ne? Also es muss nicht unbedingt schlecht sein. Es kann einfach nur recht unerwartet kommen, auf jeden Fall. Schauen wir mal weiter. Die Kraft, wow. Okay, in dieser Kombination sehe ich, dass plötzlich eine Kraft herausbricht oder etwas Lebendiges zustande kommt. Ich kriege jetzt Löwe auch wieder rein hier mit der Karte, auch wenn es nicht unbedingt zur Kraft jetzt gehört, aber wie gesagt, ich folge dem Fluss. Die Kraft, es kann sein, dass du es hier mit einem Löwen zu tun hast. Das kann sein. Ich sehe Luft und ich sehe Feuer. Also ich sehe Aktion und ich sehe Gedanken, Kommunikation. Die Kraft ist im Übrigen auch hier das Mitschöpfertum. Also irgendwas angehen, irgendwie selbstbewusst zu sein, auszubrechen. Es könnte sein, dass hier plötzlich irgendwas reinkommt, was dir sehr viel Freude, Lebensfreude schenkt, was dich lebendig fühlen lässt. Eine plötzliche Veränderung, die Lebendigkeit mit sich bringt, die auch vielleicht eine verspielte Komponente hier hat. Was Leidenschaftliches. Du willst aus der Distanz raus. Du möchtest aus der Königin der Schwerter raus. Du willst nicht mehr distanziert sein. Du willst nicht mehr reserviert sein. Du schaust hier in die Zukunft. Wow, acht der Stäbe. Ich habe es vorhin gesagt, Nachrichten, die reinkommen. Und hier wird es nochmal bestätigt mit den acht der Stäben. Das ist übrigens auch die Kommunikation. Aber das ist eine schnelle Kommunikation, auf die auch Taten folgen. Und ich habe es gerade gesagt, Mitschöpfertum hier mit der Kraft. Irgendwie geht es auch in eine Aktion. Also es geht von Luft, Feuer, also irgendwie nicht nur Kommunikation, sondern auch Taten. Etwas, was dann letztlich auch umgesetzt wird. Ich sehe einen regen Austausch mit einer Person. Ich sehe irgendwie viel so wie ein Schlagabtausch, aber nicht im Sinne von Schlagen, sondern im Sinne von, man wirft sich den Ball zu. Vor, zurück, vor, zurück. Das geht die ganze Zeit so zack, 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 zack. Irgendwie auf eine Aussage folgt genau eine passende Gegenaussage und dann geht's so. Also ist es irgendwie, vielleicht kann das hier ein Flirt sein, ja? Also irgendwie, dass man mit jemandem flirtet, dass man hier Witze macht, irgendwie so Witze, diese. Ist es spannend, ist es aufregend? Ja, wir haben die Kraft hier, das ist Leidenschaft, das ist Feuer, das ist Spaß, Freude. Ja, also irgendwie so was Spritziges. Das ist so das, was ich reinbekomme. So ein spritziger Austausch, der recht plötzlich kommen kann. Also es kann sein, dass du hier plötzlich jemanden kennenlernst oder plötzlich in die Kommunikation mit jemandem gehst und du hast das Gefühl, wow, da ist so viel Lebendigkeit und irgendwie lockt dich das auch so ein bisschen aus der Reserve. Ja, das ist so das, was ich hier reinbekomme. Schauen wir weiter. Die Hohepriesterin, und das ist jetzt eine etwas andere Energie. Die Hohepriesterin, da geht es eher darum, etwas auf sich wirken zu lassen, auf sich zukommen zu lassen. Die Intuition, ja, also was sagen dir deine Gefühle, was sagt dir deine, vielleicht hast du Träume in Bezug auf diese Angelegenheit. Was sagt dein Gefühl? Was sagt dein Gefühl, was das hier alles bedeutet, was das hier ist? Nimm dir Zeit zum Ausatmen. Das war vorhin, was ich gesagt habe. Irgendwie kommt was recht plötzlich und unerwartet und irgendwie auch kraftvoll.
Und dann brauchst du erstmal so eine Zeit, um das auf dich wirken zu lassen. Es könnte zum Beispiel sein, dass du hier eine Sache, wenn du da ein Problem hast, dass du dem Ganzen nicht so ganz traust oder dass du dir denkst, was ist das hier wohl? Oder ich will jetzt erstmal ein bisschen Abstand und schauen, in welche Richtung das hier geht. Ich sehe hier positive Veränderungen mit der Kraft und den 8 Stäben. Ich sehe, dass sich eine Veränderung ergibt, die, das kann übrigens auch etwas Kreatives sein. Es könnte sein, dass du plötzlich einen kreativen Impuls hast, dem du hier folgst. Zum Beispiel, wenn du schreibst, perfekt, Königin der Schwerter, plötzliche Ideen, die auf kreative Art und Weise schöpferisch hier schnell auf Papier gebracht werden. Das ist so das, was ich reinkriege. Also ganz viel Kommunikation, ja, also viel, was da rauskommt. Und das würde ja auch mit dem Mitschöpfertum passen. Da könnte so mit der Hohepriesterin auch vielleicht verarbeitest du da, wenn du kreativ irgendwie tätig bist, ob du malst, ob du schreibst, ja, wie auch immer. Du benutzt irgendein Werkzeug dafür, dass du das in einer Form auch deine Visionen, Träume damit einfließen lässt. Ne? Also irgendwie so das Unterbewusste fließt hier mit ein in diesen kreativen Prozess. Schauen wir mal weiter. Ich habe hier tatsächlich mehrere Wege. Hier sehen wir Hilfe. Es könnte hier um spirituelle Hilfe gehen, dass du aus dem spirituellen Bereich hier Hilfe bekommst, die dich schnell weiterbringt, die irgendwelche positiven Veränderungen mit sich bringt. Jetzt möchte ich tatsächlich mal fragen, um dieses Rätsel hier ein bisschen mehr zu lösen, weil ich sehe mehrere Möglichkeiten für euch. Ich möchte das ein bisschen mehr hier auseinander definieren. Jetzt schauen wir mal, welche Veränderungen sind das konkret? Welche Veränderungen sind das konkret? Was haben wir hier? Die 7 der Schwerter. Die 3 der Schwerter. Und das Rad des Schicksals. Krass. Also tatsächlich habe ich das Gefühl, dass du eine plötzliche Veränderung in dir durchmachst. Ganz, ganz stark. Ich sehe nämlich, du kommst aus einer Energie, 7 der Schwerter, 3 der Schwerter, die, wo es viel um Enttäuschung geht. Ne? Hier sind Hoffnungen. Die könnten den Beziehungsbereich betreffen. Irgendwelche Unehrlichkeiten, vielleicht Lügen, jemand hat sich aus dem Staub gemacht, vielleicht du wolltest dich einer Sache nicht stellen, vielleicht wolltest du dich bisher deinen Enttäuschungen nicht stellen, dass hier eine plötzliche Veränderung in das Thema reinkommt mit dem Rad des Schicksals, die Räder drehen sich hier. Es ist an der Zeit, dass die Energie verändert wird. Also ich sehe hier eine komplette Energieveränderung für dich. Du schaust dir hier was an. Hier sehe ich Positives, hier sehe ich Kraftvolles, was hier reinkommt. Das hängt auch hier mit dem Nimm dir Zeit zum Ausatmen zusammen, dass diese Veränderung hier auch irgendwie eine Ruhe in etwas reinbringt. Und das scheint das hier zu sein. Also ich sehe, dass das hier verschwindet. Ich sehe, dass da das Rad des Schicksals dreht sich. Hier haben wir positive Karten, dass diese Energie verändert wird. Jetzt möchte ich gerne wissen, was hat es denn hier tatsächlich mit der Karte der Hoffnung, der Liebe und der Partnerschaften zu tun? Was bedeutet das? Was geschieht hier? Was geschieht hier in dieser Woche? Der Page der Stäbe, die 7 der Kelche. Wow, und der Ritter der Stäbe. Heiß, heiß, aber auch schwammig. Interessant. Also, meine Lieben, das hat sich jetzt hier ein bisschen mehr konkretisiert. Es ist so, diese Woche wird extrem lehrreich für euch sein. Innerlich wird hier viel passieren. Ich sehe aber auch, dass im Außen etwas passiert. Du wirst eine Situation in dein Leben ziehen, wo es für dich darum geht, wie du mit dieser Situation jetzt umgehst. In der Vergangenheit bringst du Herzschmerz, Enttäuschungen mit und irgendwas, womit du dich nicht auseinandersetzen willst. Diese Energie wird verändert. In dieser Woche findet ein Shift statt, in dieser Energie. Und hier kann ich sehen, dass da
Ne? Weil ich habe es eben schon gesagt, die Königin der Schwerter ist eher distanziert und zurückhaltend. Gerade vielleicht wegen dem, was in der Vergangenheit war. Dass man hier dann vorsichtiger ist und erstmal cool bleibt und sich die Situation anguckt. Ich sehe, du hast hier so einen Blick von außen auf die Situation. Und diese Situation ergibt sich in dieser Woche. Und ich sehe zwei Situationen, die eine Rolle spielen. Ich sehe einmal hier diesen kraftvollen Teil, der davon spricht, dass hier plötzlich eine Veränderung reinkommt, die dich lebendig fühlen lässt, wo du im Austausch bist. Das kann zum Beispiel ein Flirt sein. Wir sehen hier, dass hier im Bereich der Partnerschaften, Liebe und Hoffnung irgendwie sich was Neues ergibt. Page der Stäbe, was Aufregendes, Neues, aber das Ganze ist noch schwammig. Ritter der Stäbe, irgendwie ist da eine Leidenschaft, irgendwie ist da ein Feuer, da ist Bewegung, es geht schnell, es geht sehr schnell. Ja, irgendwie so eine Flamme, zack. Ja, also etwas geht sehr, sehr schnell, aber mit dem Mitschöpfertum ziehst du die Situation irgendwie in dein Leben. Also es ist nicht nur so, du bietest die Umstände, dass es das möglich macht. Und dann kommt hier plötzlich was rein, du hast Spaß, du freust dich, du lachst viel, es ist interessant, es ist spannend. Ich habe auch so ein bisschen für einige von euch so ein bisschen eine sexuelle Note auch noch mit drin. Das kann hier mit reinspielen, aber es geht mehr um den Aspekt der Lebendigkeit, der Freude und Spaß. Und das kommt recht plötzlich. Also es kann sein, dass du jemanden kennenlernst und da ist die Kommunikation recht lebendig. Ja, und es geht ganz schnell und plötzlich. Dann aber wiederum sehe ich eine weitere Situation, die dich eher in den Rückzug, in die Ruhe bringt. Es kann sein, dass du davon erstmal eine Pause brauchst und sagst, hey, ich muss mich hier erstmal sammeln und ich will jetzt hier mich nicht so schnell da hineinstürzen, sonst verliere ich mich da in etwas. Und du distanzierst dich hier und da könnte es zum Beispiel sein, dass sich der Austausch harmonisiert mit dieser anderen Person hier, dass es irgendwie ausgeglichener ist. Aber ich sehe eher eine Situation, die damit nicht wirklich konkret was zu tun hat, sondern eher, dass dir jemand spirituell hilft oder dass du dir spirituell hilfst, dass du da im Austausch bist mit jemandem oder mit dir selbst, sprich mit dem spirituellen Sein, also mit der geistigen Welt, mit dem Universum, also vielleicht auch, wenn du selber Karten legst oder irgendwas anderes machst, dass du dich dem bedienst und schaust, vielleicht kann mir das hier was zu dieser Situation sagen, damit ich das besser einschätzen kann. Da ist so die Ruhe drin, die Pause drin. Es ist so, ha, es ist ruhig, angenehm und das ist so, bam, da passiert viel. Und ich sehe einfach zwei Situationen, die auf eine Art unterbewusst zusammenhängen, aber konkret nicht wirklich. Ja, also du gönnst dir hier dann doch noch ein bisschen die Zeit zum Ausatmen. Das ist das, was ich hier sehe, meine Lieben. Es ist sehr spannend. Schreibt doch gerne in die Kommentare, worum es hier geht. Ihr könnt auch gerne das Video zum Ende der Woche nochmal angucken, das nochmal reflektieren. Da merke ich extrem, manchmal, ich gucke mir das dann selber an und denke so, okay, ob das dann so passt. Und danach merkt man so, wow, okay, jetzt verstehe ich das. Also würde mich wirklich interessieren, schreibt mir gerne in die Kommentare. Falls ihr persönliche Hilfe braucht, könnt ihr mich gerne kontaktieren. Ich biete astrologische Beratungen und Kartenlegungen an. Schaut doch mal auf meiner Homepage vorbei, sie ist unter dem Video verlinkt. Ich freue mich über ein Abo, einen lieben Kommentar, einen Daumen hoch. Ihr könnt mir auch auf Instagram folgen, da heiße ich artemis.astrologie.tarot. Die Infos dazu sind verlinkt, zusammen mit den verschiedenen Kartendecks, die ich benutze, unter meinen Videos. Und ich wünsche euch allen, meine Lieben, ganz viel Licht und ganz viel Liebe. Macht es gut, bis zum nächsten Mal.